Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und damit zu meiner Bewerbung für Seven vs. Wild Staffel 2. Da ist mein Bus, den ich zum Camper ausgebaut habe, in dem ich heute Nacht übernachtet habe. Aber darum sollte es gar nicht gehen. Es geht hier lang und auf den Hohen Göll hoch. Ich bitte euch außerdem, die schlechte Kameraqualität zu entschuldigen, aber ich habe leider nur mein Handy dabei und das Ganze war eine sehr spontane Aktion. Da kann man den Hohen Göll schon sehen. Ich bin hyped. Schaut richtig geil aus. Ich freue mich. Ja, da es sich um eine Bewerbung handelt, ein paar Facts zu meiner Person. Ich bin der Christian, ich bin 22 Jahre alt, studiere eigentlich Maschinenbau, aber ich bin, wie ihr sehen könnt, super wanderbegeistert, sehr gerne in der Natur draußen und deshalb bewerbe ich mich für Seven vs. Wild Staffel 2. Ja, da soll es jetzt hochgehen und dann hier auf den Berg. Neben solchen normalen Wandertouren mache ich gerne längere Trekkingtouren, zum Beispiel war ich dieses Jahr in Kreta unterwegs, da bin ich einmal durch ganz Kreta zu Fuß gelaufen. Ja, richtig cool. Da bin ich durch Bulgarien einmal von West nach Ost den Komemine-Weg gelaufen. Da bin ich übrigens auch in dem einen Übernachtungsspot von dir vorbeigekommen, Fritz, falls du dich erinnerst. Die Busluca Stara. Ich kann mal ein Bild einblenden. So, wir sind oben am Monument angekommen. Da oben steht's. Da werde ich aber jetzt nicht hinlaufen, habe ich gerade beschlossen. Und hier unten sind noch so zwei Fackeln. Aber auch dieses Jahr soll es durch Island gehen. Einmal zu Fuß von unten links Reykjavik bis oben rechts. Einmal durch. Falls mir Seven vs. Wild nicht in die Quere kommt, dafür würde natürlich Island ausfallen müssen. Aber das wäre kein Problem für mich. Wie man sieht, habe ich schon einiges in Höhe gewonnen. Da unten bin ich gestartet und mittlerweile schon fast an der Hütte angekommen. Und von da aus geht es dann weiter bis zum Gipfel, ganz da hoch. Den kann man momentan nicht erkennen. Eine weitere meiner längeren Wanderungen ging von Kristiansand ausgehend 800 Kilometer lang durch Norwegen in den Norden. Allerdings auch in den Tropen war ich noch nie unterwegs. Und genau das ist der Grund, wieso ich bei Seven vs. Wild dabei sein will. Geil. Die Hütte habe ich hinter mir gelassen und es geht weiter Richtung Gipfel. Und das keine geile Aussicht ist, Leute. Wie geil. Da geht's gleich hoch und von da komme ich. Wahnsinn. Aber auch für andere bescheuerte Sachen bin ich immer zu haben. Also 100 Kilometer Wanderungen mache ich auch jedes Jahr seit 2016 erfolgreich. So. Haben wir also endlich die 100 Kilometer geschafft. So, also wir sind bei 100 Kilometers angekommen. Meine Damen und Herren, ich darf stolz verkünden, wir haben die 100 Kilometer mal wieder geschafft. Wir haben es geschafft. Horrido! Wir haben die 100 Kilometer geschafft und wir sind komplett fertig. Auch der Stoneman Hike, falls ihr euch erinnert, hat der Fritz auch mal durchgezogen. Props an dich, Fritz. An einem Tag haben wir auch im September 2019 gemacht. Es hat den ganzen Tag geregnet. Ich kann euch hier ein paar Storys einblenden. War auf jeden Fall da nicht leicht, die ganzen Höhenmeter zu schaffen und vor allem bei der Witterung kein leichtes. Netter Sidefact, wir laufen übrigens genau auf der Grenze gerade entlang, dieser Grat hier von der Hütte bis da hoch. Ist genau die Grenze zwischen Deutschland und Österreich. Zwischendrin kann auch mal ein bisschen gejoggt werden. Aber aufpassen, dass man nicht auf die Schnauze fliegt und einen Salto macht, wie du, Fritz, damals. So langsam fangen die Kletterpassagen an. Und dementsprechend wird es auch deutlich anstrengender. Aber jetzt ziehen wir durch. Die Suppe läuft mir schon runter, ey, leck mich am Arsch. Es hat halt heute auch fast 30 Grad wahrscheinlich. Ich habe gerade nachgeschaut, es soll heute tatsächlich bis zu 32 Grad haben hier an dem Ort. Unglaublich. Das wird schon gar nicht so leicht, aber auf dem Gipfel ist zum Glück ein bisschen kühler. Von da komme ich, ich bin auch gerade ganz schön aus der Puste und ich glaube, hier ist ein phänomenaler Ausblick hinter der Kante. Oh, Wahnsinn. Sehr schön. Es wird auch immer steiler und wie ihr seht, langsam beginnt der Klettersteig. Mal schauen, wann ich das Klettersteig-Set brauche. Jetzt schaut es noch nicht so aus, als würde ich es unbedingt benötigen. Ja, apropos Klettern. Ich bin auch sehr viel im Kletterbereich unterwegs. Das ist so das Hobby, was bei mir am meisten Zeit verschlingt, würde ich sagen. Das mache ich seit 8 Jahren und bin vor allem drinnen in der Halle unterwegs, weil ich das vor allem während meinem Studium mache.
Und ja, da hat man leider selten die Zeit rauszufahren. Aber dann ist es natürlich umso geiler, wenn man hier in den Alpen ein bisschen klettern kann. So, der erste Schnee am Wegesrand. Hier geht's weiter. Da ist auch irgend so ein komisches Gipfelkreuz. Jetzt schon ein saugeiler Ausblick hier oben. Aber es geht noch weiter. Schöner Spot im Schatten hier hinten. Weil da draußen ist einfach so unerträglich. Es ist so heiß heute. Aber es hilft alles nichts. Dann kommen wir halt jetzt da Obst oben an. Ne? Aber gegen Hitze hilft Schnee. So, es gibt jetzt zwei Routen auf den Hohen Göll hoch. Einmal links, hier, oder einmal rechts, hier hoch. Die linke Route ist die schwere Route über den Kamin. Da wird auch ein Klettersteigset vonnöten sein. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr genommen hättet. Welche Route hättet ihr gewählt? Die schwere oder die leichte? Jetzt weiß ich auch, warum es Kamin heißt. Es geht nämlich hier ziemlich eng durch so einen Gang hoch. Auch wieder mit Seilen, aber momentan noch kein Klettersteigset erforderlich eigentlich. Das scheint es jetzt auch gewesen zu sein. Da geht es ziemlich steil runter. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Die Kamera macht es natürlich immer so, dass es sehr wenig steil aussieht. Aber ja, es ging jetzt schon gut hoch. Aber ja, man kann es schon benutzen, das Klettersteigset, aber es ist nicht unbedingt erforderlich, würde ich sagen. Boah, Alter! Sieht das geil aus hier. Wahnsinn! Habe ich außerdem den Freiwilligenwehrdienst bei der Bundeswehr gemacht, da unten um genau zu sein, in Bischofswiesen bei den Gebirgsjägern. So, hier oben angekommen. Da hinten sieht das Gipfelkreuz. Genau, wir haben echt einen wunderbaren Ausblick hier. Richtig schön. Geil. Was auch richtig geil ist, hier ist richtig angenehme Temperatur. Also durch den Wind und die Höhe, richtig cool. Da drüben der Berg ist übrigens der Watzmann. Da war ich gestern oben. Er ist ca. 100 Meter höher als der hier und einer der höchsten Berge hier in den Berchtesgadener Alpen. Ja, nochmal an die ganze Community. Ein fettes Danke, dass ihr das Video überhaupt angeschaut habt. Wie ihr sehen könnt, ich befinde mich schon wieder am Abstieg. Und ich möchte nochmal das Wort an euch richten, an die Community, Orga-Team und Fritz. Ich würde mich wirklich super freuen, wenn ich dabei wäre. Ich habe in meinem Leben schon ganz viele Survival-Sachen ausprobiert und so. In der Theorie, aber in der Praxis natürlich noch nicht. Und es wäre die Gelegenheit dafür. Außerdem war ich noch nie in meinem Leben irgendwie in den Tropen unterwegs. Und es wäre die Gelegenheit. Also wäre wirklich richtig geil. Ich würde mich freuen. Bis hoffentlich bald. Ciao.